Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Und heute ist ein ganz spannender Tag, denn vor uns liegt die Body & Culture Messe. Da war ich letztes Jahr schon, habt ihr auch einen Vlog letztes Jahr schon bekommen. Und dieses Jahr ist es noch ein bisschen spektakulärer, denn erstens haben wir noch einen Strongman Cup und morgen ist dann der Kevin Volta Cup. Meine eigene Bodybuilding-Meisterschaft oder vielmehr die jetzt schon legendäre Kevin Volta Meisterschaft. Wir düsen jetzt mal rüber zur Body & Culture Messe und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Wir nehmen euch auf jeden Fall den ganzen Tag lang mit. Es ist auf jeden Fall ordentlich was los. Der dicke Dennis ist schon am Moderieren. Schon auf jeden Fall gut was los, hätte ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall mehr als letztes Jahr schon mal. Das heißt, wir haben uns gesteigert und das ist ja auch das Wichtige und Entscheidende. Der liebe Dennis Kohlruss und Heinz Ollisch, beide am Start. Heinz, komm mal ins Bild, genau. Komm mal. Aua! Das ist gleich wieder, kaputt gemacht. Gleich wieder verletzt, gell? Die beiden moderieren oder haben hier am ersten Tag den Strongman Cup zusammen organisiert. Wirklich eine coole Sache. Vielen, vielen Dank dafür. Mega viele Athleten am Start. Ich bin wirklich mega überrascht. Egal ob Strongman oder Bodybuilding oder Kampfsport. Und dieser Sport verbindet einfach und das finde ich so toll. Da ist der liebe Frankie. Hallo. Hey. Einer der, oder mit einer der beiden Köpfe dieser ganzen Veranstaltung. Ich bin wirklich mega, mega stolz hier zu sein. Und bin auch mega, mega stolz, dass so viele Athleten am Start sind, auch beim Strongman jetzt, so 60 Athleten. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Eine Wand. Gehen wir bei den schweren Jungs ein bisschen zugucken. Der liebe Dennis und Heinz sind am Moderieren. Alter, ist das eine Narbe hier. Das ist ja meine Brustnarbe, ein Scheiß dagegen. Dennis hat sich nämlich vor kurzem den Quadrizeps einfach mal abgerissen. Nicht schlecht, 3,20 mit einer der stärksten. Obwohl er einer der leichtesten ist. Ne? Untermann ist 10 Kilo Körpergewicht. Komm, 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 komm. So, ich will was hören von Kevin. So, mach den Daumen rum. So einer unserer Hauptsponsoren, Stahlbock, ganz schön fette Teile. So, unser Hauptkampfrichter ist auch schon eingetroffen, der liebe Murat Demir. Wir werden jetzt die Schecks unterschreiben. Erste, zweite, dritte Platz kriegen Geld. Jeder bekommt eine Stahlblockuhr. Jeder von den Gewinnern. Die Pokale sind Shishas. Wahnsinn. Ich und Dennis werden jetzt ein bisschen gegen euch antreten. Super Idee wieder von Dennis. Bierfassstellen machen wir jetzt. Hier sind unsere Kandidaten. Ich bin natürlich wieder voll und ganz vorbereitet. Dennis und ich haben 2 Minuten und die Jungs zu viert haben 2 Minuten. Es wird eine enge Hütte. Ich glaube, aus dem Kevin kann man schon was rauskitzeln. Ihr habt insgesamt 15 Wiederholungen von Kevin. Wir müssen 15 Raps machen in 2 Minuten. Du fängst an. Ja. Wenn du nicht mehr kannst, mach ich den Rest. Dann mach ich wieder weiter. Alles klar. Kevin, saustark. Aber ich denke als... Du warst auch nicht schlecht. Nee, ich bin echt begeistert. Du hast ja 10 Stück gemacht. Geht dir nicht leer aus, sondern Kevin überreicht den tollkühlen Recken. Nehmt's euch mit. Applaus. Ich will Dennis halt nicht so in Schatten stehen, weißt du. Das wäre halt auch doof, wenn ich ihm hier die ganze Show stehle. Gute Zeiten, harte Zeiten,
Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Tag 2 ist angebrochen. Tag 2 der Body and Culture und Tag 2 der Tag des Kevin Wolters Cups ist angebrochen. Wie gesagt, beim Frühstück sind wir jetzt fertig. Wir müssen jetzt auch schon rüber in die Halle. Die liebe Viola und der liebe Adolf sind auch mittlerweile am Stiggidi-Start. Adolf ist ja auch mit in der Jury heute. Eigentlich müssten wir Adolf auf die Bühne holen. Nachher mit Steve die Beine. Vielleicht kriegen wir ihn dazu. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall wird ein krasser Tag heute. Ich freue mich riesig. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Gestern der Strongman Cup und auch gestern die Besucherzahlen waren schon bombastisch. Ich glaube, dreifach so doll wie letztes Jahr. Heute ist ja wirklich der Tag der Tage. Das wird spannend. Wir sehen uns gleich in der Halle. So, Hundis abgeben. Check. Da sind schon ein paar Athleten da. Steve ist auch schon da. Morgen. Hallo, grüß dich doch. Hi, alles gut? Hallo. Wir checken mal die Anmeldung. Seid ihr gut angekommen? Und? Ja. Gold halt, ne? Erster Platz. Ne, schön. Insgesamt haben wir, glaube ich, knapp 50 Starter. Es gibt Verbände, die machen da Max Bums und haben die Hälfte. Geil. Das sieht edel aus hier. Kreativ, Herr Wolter. Kreativ. Bei dir durchzukommen ist nicht so einfach. So, jetzt geht's los. Du bist der Sechste, du machst Hauptkampfrichter und die fünf werten. Platz 1 bis Platz 14, alle durch. Und nicht jetzt hier, okay, die ersten 6 habe ich, alle anderen sind scheißegal. Sind nicht egal, also. Ja, ist schon richtig so, finde ich. Okay, ja. Einen schönen guten Morgen. Wir werden euch jetzt mal ein bisschen briefen, wie der Ablauf sein wird. In der Jury sitzen mit mir Markus Rühl, Steve Bentin, Tim Budesheim und Adolf Burkhardt. Ja. Also ich wünsche euch viel Spaß und... So Freunde, wir starten langsam. In 10 Minuten geht die Meisterschaft los. Matze ist mit am Start, Matze wird das Ganze moderieren und hat das Ding in seinen Händen. Ja, Wahnsinn, ich freue mich drauf. Ich habe eben schon mal Backstage geschaut, habe mit den Athleten gequatscht, sind alle hochmotiviert, sind happy und natürlich auch durch die Preise, die du angeboten hast hier, richtig mega angefixt. Also wird ein geiles Event. Ich bin happy, ich bin stolz, dass ich hier bin, dass du mich eingeladen hast. Bin mal echt mega gespannt. Ich auch, also wirklich, es wird einfach eine coole Sache, glaube ich. Und das Ziel, einfach den Leuten Spaß zu bereiten, die sollen herkommen, Spaß haben und das ist das Wichtigste. Und ja, wir legen jetzt mal los. Hier heißen wir euch herzlich willkommen zum ersten Kevin Wolter Cup. Hey Baby, your air is just a bar. Da könnt ihr euch mal in die Hände hauen und unsere Bikini-Kategorie hinbringen. You're so powerful. Baby! Super! Normalerweise super zufrieden, gute Athleten sind dabei gewesen. Immer sehr gespannt. Genauso ist es auch bei der nächsten Kategorie. Und jetzt dürfen sich die Damen im Publikum freuen. Die Surfer Boys, die gestellten Körper. I wish I could be the one that holds you. All my life now I've been dreaming. When you come out under the spell of the moon. Wish you'd drop by when I'm not sleeping. I used to know you, but those days of love. Aber ich zeig euch mal was richtig Geiles. Oh, mit so dickes Ding. Wenn ihr mal richtig Applaus gebt jetzt, dann stelle ich euch zwei Freunde vor. Der eine heißt Stamm, der andere Baum. So, Halbzeit oder vielmehr Ende der Meisterschaft. Jetzt werden die Punkte gezählt. Ich bin wirklich mega gespannt, was dabei rauskommt, weil nicht nur meine Wertung zählt, sondern die komplette Jury zählt da. Und ich bin mal gespannt, wer welchen Athleten wo gesehen hat. Und ich bin wirklich so begeistert. Ich habe es ja gesehen auf den Bildern. So viele Leute, die hier waren. So ein starkes, mega geiles Publikum. So viele gute, geile Athleten, die auch wirklich viel Spaß hatten. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Nächstes Jahr wird es noch geiler.
echt cool und ich freue mich hoffentlich, dass es nächstes Jahr weitergeht. Ich wäre sehr gerne wieder mit dabei. Danke an Kevin, danke ans Body Culture Team. Also ich fand es eine coole Nummer, eine coole Sache, vor allem mal was ganz, ganz anderes. Einfach mal zu sagen, hier erfahrene Athleten in die Jury zu setzen, das fand ich eine gute Sache. Also hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe mal, dass es das nächste Jahr weitergeführt wird. Hat Spaß gemacht, das erste Mal zu Kampfrichten. Ich denke, das wird jetzt Tradition werden, hoffe ich doch mal. Ne? Also nächstes Jahr wieder. Ein voller Erfolg, gleich das erste Mal. Hohe Qualität. Super geil. Einfach nur Daumen hoch und weiter so. Der Markus und der Matze, wie hat es euch gefallen? Ja, ich fand's Hammer. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber es war halt wirklich beeindruckend. Dass da das ganze Ding halt auch wirklich rund wird und das war wirklich hervorragend. Ja. Das Interesse ist ja da. Die Zuschauer wollen ja Bodybuilding sehen. Wenn wir das hier nochmal einen Ticken größer machen, ich bin 100% überzeugt, das funktioniert. Ich habe wirklich viel Lob bekommen für diese Meisterschaft, aber ganz alleine mein Verdienst war das nicht, weil da gab es zwei wirklich Hauptakteure, die es eigentlich immer im Hintergrund nur bewältigt haben. Das ist einmal der liebe Frank und einmal der liebe Manu. Ohne diese beiden hätten wir dieses Event nicht so gemacht, wie es heute ist. Klar, die Werbung und so weiter war alles cool, wir haben gute Athleten gehabt. Aber der größte Dank gilt von meiner Seite aus Frank und Manu. Vielen, vielen Dank, dass ich mit euch gemeinsam dieses Event bewältigen durfte. Und ja, einfach danke und nächstes Jahr machen wir es auch geiler, oder? Ich hoffe, auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...